Hallo zusammen, an diesem Freitag vor Halloween. Wir haben den 29. und es ist 21.03 Uhr. Ich glaube, wir haben auch am Wochenende Zeitumstellung, gell? Und Halloween, ganz wichtig. Ihr seht den Chart, das ist diesmal nicht der Tageschart. Ich fange mal mit der Stunde an. Weil was das von morgen war, das war ja schon Klopper. Hier, das ist die Zeit von 9 Uhr. Fett runter, noch fetter hoch, dann wieder runter, ganz runter. Um dann jetzt bei, wo sind wir jetzt, 15.701 zu sein. Also das war schon irre heute Morgen. Ich zeige euch mal, eine Aktie, da hat es das auch ordentlich gescheppert. Das ist die Telekom-Stundenchart. Ja. Diese Kerze hier, das ist von 16,006 runter bis 15,64. Und so schnell konnte man gar nicht handeln. Das war echt verrückt. Aber gehen wir zurück zum DAX, um den geht es ja hier. Also letztendlich haben wir dieses Gap hier geschlossen, was wir da hatten, bei 15.619. Wir sind schön über die 15.600, schnell drüber, hoch ans obere Band, ja, waren fast bei 15.800 und da haben wir heute mal ein bisschen ausgeatmet. Grundsätzlich, hier rein vom Chart her, es ist alles noch in Ordnung, beide Bänder sind nach oben gerichtet. Das untere wird jetzt ein bisschen schneller werden, ein bisschen schneller steigen. Gleitende Durchschnitte sind fein. Vom Chart her habe ich diesen kleinen Punkt hier bei 15.800 und danach nur das All-Time-High. Also Unterstützung bietet sich bei mir an. Der Bereich 20-Tage-Linie, also 15.416, hier mit diesem Tief vom 21.10. bei rund 15.400. Was mir nicht so gut gefällt, lang, kurz, 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 ist die moderne Sichtweise vom MACD. Das muss auch drehen, nachdem wir hier von 15.800 auf 15.500 runter sind. Aber das ist nicht so schick. Und natürlich auch nicht das ganz frische, heute entstandene Verkaufssignal über die Stochastik. Das kann am Montag ein bisschen anders aussehen, wenn das wieder dreht. Drehen würde es nur dann, wenn wir über die 15.770 gehen. Dann würde das auf hohem Niveau nochmal drehen. Ich schau gerade, dann könnte das sowas hier werden, was wir da schon mal hatten. Kurz runter und dann dreht es nach oben. Kann es machen? Will ich überhaupt nicht ausschließen. Ich finde momentan, oder was mir Schwierigkeiten macht, sind so die Einzelwerte teilweise, was sie für Bewegungen haben. Nehmen wir mal Volkswagen von 180 auf 208. Ja, dann will sie keiner mehr haben und sie sind 192, war glaube ich heute das Tief. So Geschichten. Oder Commerzbank, also jetzt auch mal Neben-DAX-Werte, ja, oder schauen Sie mal auf den Chart von Nemetschek, da wird Ihnen schlecht. Also, das ist ganz merkwürdig. Die Rotation ist extrem. Und wenn man das Glück hat, bei so einer Aktie dabei zu sein, wenn es heute mal wegen die Banken gesucht sind oder die Autos oder was auch immer, oder AXA oder wie sie alle heißen, dann haben Sie Glück. Aber das kann auch genau andersrum gehen. Also im Moment scheint es mir so zu sein, ein Wert, der stark gelaufen ist, den muss man nicht unbedingt hinterherlaufen. Der kommt nochmal zurück. So kommt es mir momentan vor. Und da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht. Mal schauen, was ihr daraus macht. Für einen Long, den ich erst eingehe, wenn wir hier das neue High machen, also das neue Zwischenhoch, also über 15.800 gehen, nehme ich einen hier, 15.115. Der liegt ungefähr hier. Liegt deutlich unter der 20-Tage-Linie und 50 Punkte drunter möchte ich den auch dann gestoppt haben. Aber hat auch noch als Sicherheitsbarriere die 200er-Tage-Linie. 15.115 ist der Schein mit der Kennnummer GX2 N1X. Vom Put her, das ist übrigens ein 27er Hebel, das ist keine kleine Option. Ne? Der hat schon ordentlich Standgas. Muss ich nach wie vor hinter das All-Time-High gehen. Ein Put nehme ich erst rein, wenn wir unter der 15.416 sind, so 15.375. Und der bietet sich hier auch an. Der geht. Das ist ein 16.283, hat ebenfalls einen 27er Hebel. Und das ist die Kennnummer GH4BTE, Bertha Theodor Emil. Den aber, wie gesagt, erst hier runter. Der zappelt hier momentan ganz erheblich rum. Und das zeigt für mich eigentlich so ein bisschen die Orientierungs- oder Hilflosigkeit vom Gesamtmarkt. Das ist schwierig momentan. Es ist wirklich nicht einfach. Insbesondere muss ich dazu sagen, obwohl ich sie sehr gern handle, bei den Einzelwerten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.